Malermeister Gerhard Lutsche war unterwegs, hatte es eilig und hat nicht aufgepasst. Plötzlich ging der Blitzer. Ich habe mit dem Headset telefoniert, war etwas abgelenkt und habe dann auch dadurch die Geschwindigkeit nicht so erkannt oder habe nicht gemerkt, wie schnell ich war. Der Blitzer wusste es umso genauer. Und kurze Zeit später kommt mit dem Bußgeldbescheid Gewissheit. Es droht ein Fahrverbot. Was Gerhard Lutsche zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, hinter der Messung steckt eine private Firma, die für Gemeinden blitzt und für jedes Bild bezahlt wird. Lutsches Anwalt fordert Akteneinsicht und stellt fest, im Ordnungsamt hat niemand das Foto kontrolliert. Es wurden einfach die Daten der privaten Firma ans Regierungspräsidium weitergeleitet. Es kann ja nicht sein, dass die Polizei, die den Straßenverkehr überwacht, das in private Hände gibt und nach deren Wohl und Wehe entschieden wird. Wird es jedoch, wie es scheint. In einem Gerichtsverfahren wird klar, ein Mitarbeiter des Ordnungsamts hat eben nicht kontrolliert, ob bei Lutsches Messung alles korrekt lief. Ein Verfahrensfehler. Für Gerhard Lutsche Glück. Er wurde freigesprochen, muss nicht bezahlen, darf den Führerschein behalten. Verkehrsanwälte behaupten, es gäbe tausende ähnliche Fälle in Deutschland. Es gibt Bundesländer, die kategorisch gesagt haben, bei uns blitzt nur die Polizei. Da blendet man dieses Geldverdienen aus und da ist die Akzeptanz in die Geschwindigkeitsmessung deutlich höher. Aber hier in Hessen hat man das gestattet und macht jetzt immer wieder negative Erfahrungen, wie Gemeinden dort versuchen, Geld zu verdienen, weil nicht immer an Unfallschwerpunkten geblitzt wird, sondern an Punkten, wo man Verkehrsteilnehmer oft und zahlreich bei Geschwindigkeitsverstößen erwischt. Blitzerverfahren sind Hoheitsaufgaben von Gemeinden und Kommunen. Das heißt, die Ordnungsämter müssen alle Beweisfotos und Messdaten kontrollieren. Soweit die Theorie. In der Praxis vertrauen die Mitarbeiter aber oft blind den fertig aufbereiteten Bildern und Daten der privaten Blitzerfirmen und leiten sie per Mausklick einfach weiter. Die Firmen freut's. Sie werden pro verwertbarem Foto bezahlt. Aber da ihre internen Abläufe alles andere als 100% sicher sind, lauert hier die nächste Gefahr eines Verfahrensfehlers. Das hat der Tübinger Professor Michael Backes bei zwei großen deutschen Blitzeranbietern festgestellt. Wenn Sie diese Systeme wirklich betrachten, können Sie Daten beliebig manipulieren. Das heißt, Sie können, wenn Sie selbst zu schnell gefahren sind, es zurückziehen. Sie könnten aber auch theoretisch Leute, die nicht zu schnell gefahren sind, anschwärzen mit falschen Daten, die Prüfung bestehen würden. Für Gerhard Lutsche ist klar, wer einen Bußgeldbescheid einfach bezahlt, ohne überprüfen zu lassen, ob beim Ordnungsamt alles mit rechten Dingen zugeht, der wird unter Umständen von einer privaten Blitzerfirma abgezockt.